Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und heute geht es weiter mit Hannover 96 und zwar unter anderem im Nordderby gegen den VfL Wolfsburg. Wird eine ganz, ganz interessante Partie. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Links in der Videobeschreibung zu Instagram, Twitter, Facebook und Randrun alles mal auschecken. Wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich drüber freuen. Und dann simulieren wir mal zwei Tage weiter. Bis zum Samstag, den 24. Gute Frage, welcher Monat eigentlich? Wo es dann halt in dieses eben besagte Derby geht. Wir haben vorher noch ein paar Spieler, die wir scouten können, unter anderem Keane und auch den ehemaligen 96er Sebastian Pocognoli. Das ist natürlich an sich ein Transfer, der vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Linke Außenbahn, Albonos und Prip. Prip eher zentrales Mittelfeld, beziehungsweise linker Mittelfeldspieler. Vielleicht könnten wir einen Ersatzlinksverteidiger gebrauchen, allerdings haben wir den schon bei Newcastle. Deswegen würde ich das ungern machen. Allgemein wird es in den nächsten Episoden, wenn ihr das sehen, eine kleine Umstrukturierung geben. Wir werden wieder ein bisschen back to the roots gehen und nicht mehr diese ganz unrealistischen Spieler spielen lassen, weil mir das keinen Spaß macht. Allgemein haben wir schon relativ wenige Ingame-Faces in diesem Karrieremodus, was der Grund ist, warum mir der Newcastle-Karrieremodus so viel Spaß macht. Bielefeld ist was anderes, weil wir da von unten nach oben gegangen sind bei Hannover. Haben wir einfach zu viele unrealistische Spieler und genau das möchte ich in der Winterpause im Idealfall wieder ändern. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir dann. Jetzt spielen wir erstmal gegen den VfL. Auch das wird eine sehr, sehr interessante Partie, genauso wie interessant wie die Angelegenheit im Winter. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Niedersachsen-Derby in der HDI Arena, Hannover 96 empfing den VfL Wolfsburg und das unter Flutlicht. Wunderbare Bedingungen, das Stadion ausverkauft, die Temperaturen noch angenehm, Ende Oktober zwar, aber in Niedersachsen trotzdem noch vernünftiges Fußballwetter, das definitiv einlud zu einem richtig schönen Abendspiel. Hannover 96 momentan Tabellenzweiter in der FC Bayern München, Wolfsburg Vierter, das heißt, es war sogar ein Topspiel. Zwar liegen die Wölfe 6 Punkte hinter den Hannoveranern, aber trotzdem ist es natürlich ein Duell auf Augenhöhe und genau das will der VfL heute hier beweisen. Die Fans von Hannover mit einer wunderschönen Choreografie vor Spielbeginn. Wir schauen uns einfach mal die Statistiken vom VfL an. Zunächst einmal Max Kruse, Dreierpack im letzten Spiel. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Mal sehen, wie er sich gegen 96 beweisen sollte. Der ehemalige Gladbacher natürlich mit guten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einige Spieler, die momentan richtig gut drauf sind und die standen auch heute wieder in der Startelf. Radlinger, Bakuna, Van Dijk, Sané und Pripp in der Defensive. Davor Ivar Fossum und Leroy Fer. Dann, ja, Überraschung, Überraschung, Alassane Maxima in der Startelf. Zuletzt ganz oft an Toren beteiligt. Kokorin auf der 10 auf der rechten Seite, Bayern Young. Und vorne in der Sturmspitze haben wir heute Nigerianer Jerry Mbakogu, der wieder mal eine Chance von Anfang an bekam, der schnelle afrikanischstämmige. Leno im Kasten bei Wolfsburg, davor Jung, Felipe, Knoche und Schäfer. Auf der 6 dann Carlos Azquez zusammen mit Luis Gustavo, davor Julian Draxler, Kevin Volland, Daniel Caligiuri in der Sturmspitze, der eben erwähnte Max Kruse. Auf der linken Seite Edgar Pripp bei 96 bekam es also ja, zu tun mit einem ganz interessanten Gegner, mit Kevin Volland, gewechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Wölfen. Natürlich von Kommerzclub zu Kommerzclub, aber er ist ein guter Fußballer und genau darum sollte es heute gehen. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und die gab es auf Seiten von Hannover 96. Spielen in der Anfangsphase deutlich besser nach vorne. Das ist Mbayen Yang, der französische ja, Leihspieler vom Milan. Erstmal rausgefaustet von Leno. Sam Maxima kann diesen Ball dann nicht richtig kontrollieren. Kommt nochmal raus auf Prip, der die Flanke in die Mitte reinschlägt. Allerdings ist das wieder nicht so gefährlich, denn der Kopfball von Mbakogu geht deutlich über die Latte. Hannover trotzdem das bessere Team. Wir sind in der 20. Spielminute ungefähr. Das ist Alexander Kokorin. Geht in den 16er. Sein Pass etwas in den Rücken. Deswegen hier noch nicht erfolgreich. Aber die Szene bleibt heiß. Nochmal Ivar Fossum mit dem Versuch. Bernd Leno ist im bedrohten Eck und hält diesen Ball relativ sicher. Hannover war trotzdem weiterhin die stärkere Mannschaft der VfL. Nur über seltene Konter mal gefährlich. Das allerdings ist Max Kruse schön gespielt auf Caligiuri, der weiter auf Volland. Schwacher rechter Fuß ist egal. 1:0. 32. Minute. Die Wölfe führten auswärts in der HDI Arena. Und das kam überraschend zu diesem Zeitpunkt. Denn, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt war noch nicht viel passiert. Aber dann die gute Übersicht von Caligiuri und dann ist niemand bei Kevin Volland. Prip hat in der Mitte aufgepasst. Radlinger chancenlos. 1:0 für die Wölfe, aber Hannover wollte sich auf sie sitzen lassen. Das ist ein Bayern Young im 16er. Macht das gut, wird da von den Beinen gerissen, bleibt zunächst einmal angeschlagen liegen. Allerdings erobert Bakuna den Ball zurück, versucht es direkt, aber der Ball ist nicht anders knapp, beziehungsweise nicht so knapp, sondern relativ weit am Kasten vorbei. Noch sind wir nicht in der Halbzeit. Die Wölfe machten ein paar Fehler, denn Hannover setzt sie weiter unter Druck. Marcel Schäfer mit dem Ballverlust gegen Kokorin. Der ist zu schnell für die Defensive, zu schnell für Knoche. Geht in den 16er rein.
1:1. Gewaltschuss vom Russen und der Ausgleichstreffer für Hannover 96. Ähnlich wie beim Tor von Volland sieht die Defensive der Wölfe diesmal nicht sonderlich gut aus. Schäfer mit der ganz verunglückten Grätsche auf der linken Seite. Und da macht Knoche eigentlich nichts gegen den Russen, der sich den Ball sogar auf den starken rechten Fuß legen kann. Leno ist chancenlos und es steht 1:1. Zweite Halbzeit. Wieder die Wölfe auf dem Vormarsch. Diesmal kamen die besser aus der Kabine. Das ist wieder Kevin Volland, der mit dem Ball in die Mitte, und da steht Max Kruse vollkommen frei. Max Kruse! 2:1. Viertes Tor im zweiten Spiel hintereinander. Und das war richtig stark gemacht von den Wölfen. Einfach, ja, Tiki-Taka ein bisschen gespielt, dann Voller mit dem klugen Pass auf Kruse. Der dreht sich um Sané und Radlinger ist ja chancenlos im kurzen Eck. Es ging weiter mit 96. Es gibt den Anstoß und Zar Maxima wird gefoult am Mittelkreis. Das gibt zunächst einmal die gelbe Karte für Julian Draxler. Der Zehner der Wölfe wird hier verwarnt. Aber es gibt auch den Freistoß ausgeführt von Leroy Fer und der findet in der Mitte seinen Landsmann Leandro Bakuna. 2:2. 53. Minute. Der Ausgleichstreffer postwendend von Hannover 96. Leno sieht alles andere als gut aus. Normalerweise muss er diesen Ball haben bzw. besser stehen. Aber in der Situation ist er viel zu weit in der rechten Ecke aus seiner Sicht. Und Bakuna kann ins leere Tor einköpfen. Der Niederländer also mit seinem nächsten Tor bereits sein drittes Saisontor in der Bundesliga. Die Wölfe waren jetzt verunsichert. Hannover versuchte weiter nach vorne zu kommen. Virgil van Dijk mit der Balleroberung in der gegnerischen Hälfte versucht dann nicht alleine, sondern legt nochmal ab auf Niang. Aber der kriegt den Ball nicht an Leno vorbei. Diesmal eine gute Parade vom Ex-Leverkusener. Es sollte wohl nicht ganz sein bei 96. Die versuchten es aber weiter, bekamen dann aber Bedrängnis in der Defensive. Wieder Kevin Volland, eine starke Partie machte, gut gegen Prips sich durchsetzt. Das ist nochmal Draxler mit dem Ball auf Kevin Volland, der auf der Außenbahn ist, geht zur Eckfahne, flankt dann in die Mitte, aber Radlinger ist da und das war dann auch die letzte Aktion der Partie, denn Wolfsburg spielte nur noch hintenrum. Es passierte absolut nichts mehr in der Offensive der 96er. Nochmal der Versuch von dem Bayern Young, aber komplett ungefährlich. Die Wölfe können im Endeffekt da doch relativ, ja, unbehelligt klären und dann pfifft der Schiedsrichter auch ab und es steht 2:2. Das Niedersachsen-Derby endet also unentschieden. Hannover mit mehr Spielanteilen, die deutlich bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ausgeglichener, aber im Endeffekt trotzdem natürlich ein verdienter Punkt für die Niedersachsen, die in der ersten Halbzeit ihre Chancen nicht nutzen und dementsprechend hier, ja, sich nicht beschweren dürfen, dass der VfL 2 Tore machte. Die waren kaltschnäuzig in Form von Kruse und Volland, die beide mit dem schwachen Fuß trafen. Momentan läuft es bei den Wölfen, so kann es weitergehen. Hannover weiterhin Zweiter und Wolfsburg weiterhin auf Tabellenplatz 4. Das reicht für die Champions League, das reicht für die Ziele des VfL und bei Hannover kann man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren, auf den zweiten Platz stehen zu bleiben. Normalerweise nicht unser Ziel. Wir wollen normalerweise ein bisschen weiter nach vorne kommen und zwar Tabellenführer werden beziehungsweise an den Bayern vorbeiziehen. Ob das Ganze funktioniert? Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir werden sehen. Wir trainieren unsere Mannschaft mal wieder und zwar Pazlak, Nardi nicht, wir machen dafür Radlinger rein. Auf jeden Fall Pazlak, Radlinger, Sar Maxima, Niang und Mori. Das heißt, ganz viele Franzosen dabei. 3 Stück an der Zahl. Davor waren es 4 sogar noch, als Nardi noch dabei war. Aber jetzt haben wir relativ ordentliche Ergebnisse. Sogar Mori mit einem Arm. Unser Jugendspieler mausert sich. Und das ist sehr, sehr schön, denn der hat mittlerweile 71, ist gerade mal 18 Jahre alt und soll eventuell im Winter verliehen werden. Das ist ein so ein Umbruch, den ich machen möchte. Er ist zwar stark, ja, gar keine Frage. Er ist talentiert. Aber trotzdem denke ich, dass eine Leihe realistisch wäre, beziehungsweise ihm auch gut tun würde. Das ist, denke ich, nicht schlecht und das ist, denke ich, gar nicht mal so schlimm auch. Was schlecht werden könnte, ist das nächste Spiel, das geht nämlich in Groningen und wir werden in der Euroleague mal wieder mit so ein bisschen B11 spielen und das war in den letzten Wochen immer wieder gefährlich. Ja, man darf das nicht unterschätzen, zwar haben wir gegen Groningen im Hinspiel genauso wie gegen Iverness extrem hoch gewonnen, oder was, gegen Dundalk? Ich verwechsel jetzt aber beides irische Mannschaften, die wir hier im Newcastle und Hannover 96 Karrieremodus getrennt haben, aber trotzdem darf man die nicht unterschätzen, denn die sind natürlich nichtsdestotrotz relativ starke Mannschaft. Die spielen nicht umsonst im internationalen Wettbewerb und wenn man da einmal nicht genug aufpasst, beziehungsweise einmal ein bisschen blöd steht, dann kann da ganz schnell was passieren und genau das wollen wir natürlich nicht haben. Noch ein paar Scout-Berichte, unter anderem aus Italien, die aber nicht sonderlich interessant sind. Deswegen schließen wir den Posteingang lang und machen ganz langsam und gemäßigt weiter. Irgendwie hat mir extrem viel Zeit gelassen. Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht dachte ich, vielleicht muss ich hier irgendwie den Zwischenspann füllen oder ich muss irgendwas zum Spiel davor sagen. Ist aber gar nicht der Fall eigentlich, denn es war im Endeffekt ein 2:2. Es war leistungsgerecht, klar, wir haben die Chancen vergeben, wir hätten sie eventuell machen müssen in der ersten Halbzeit. Allerdings, haben wir auch defensiv nicht so gut gestanden und dann konnten da Volland und Kruse einfach mal eben 2 Buden machen, was natürlich in Zukunft nicht mehr passieren soll. Wir versuchen den Vertrag mit Sané zu verlängern, er möchte bitte ein bisschen mehr Geld haben, kann ich auch nachvollziehen, ist mittlerweile wieder etablierter Stammspieler. Mal sehen, ob er seinen Vertrag annimmt oder ob er, wie er in Realität gemacht hat, so ein bisschen knausert, rumzetert und so weiter, wie man es ja kennt von unserem semi-professionellen, ja, Senegalesen. Wir springen jetzt rein in die Partie gegen Groningen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir spielen nur in, ja, mit einer A11, mit Abstrichen, sagen wir mal. Ja, nicht mit einer kompletten B11. Das darf nicht sein, denn wir wollen Tabellenführer bleiben und wollen ins 16. Finale. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder.
Hannover 96 zu Gast in Groningen. Die Gruppenphase der Euroleague immer noch nicht abgeschlossen und die Niederländer nach der Hinspielklatsche gegen die 96er mit 4:0 sind sie da untergegangen. Wollten heute natürlich ein bisschen besser dastehen vor heimischem Publikum. Wieder war das Stadion ausverkauft, genauso wie bereits im Hinspiel. Auch die Niederländer ließen sich oder gaben sich nicht die Blöße. Momentan Hannover auf Platz 2 hinter Lazio Rom. Dann der FC Groningen mit einem Sieg könnte man zumindest von den Punkten her gleich sehen. Das Torverhältnis deutlich schlechter als der 96er. Aber es gab noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen und die wollte Groningen natürlich wahren. Dementsprechend, wie gesagt, Stadion ausverkauft, viele 96er mitgereist. Alexander Kokorin zuletzt gegen Groningen mit einem ganz starken Spiel, aber natürlich auch genauso wie sein, ja, quasi Pendant auf der 10er-Position wie Albert Rusnak. Und auch der Ex-Groninger stand heute wieder in der Startelf, sollte gegen seinen Ex-Verein wieder wirbeln und wieder richtig Alarm machen. Pat im Kasten bei Groningen, davor Payne, Kapelov, Van der Laan und Tamata auf der Linksverteidigerposition. Auf der 6 dann Tibbling, rechts vorne Antonia Drost, Linsen und vorne Deleuve. Das sieht gar nicht so schlecht aus beim FC Groningen. Bei Hannover ist natürlich nominell nochmal um einiges stärker von der Qualität her. Mal sehen, wie sich das Ganze so etablieren sollte. Im Kasten, ja, ausnahmsweise mal wieder Nardi. Im Pokal ist er der Keeper. Davor dann Johansson zusammen mit Van Dijk und Milosevic. Links Albornoz, Föhr und Fossum auf der Doppel-6. Bangura, Rusnak und Mori in der Offensive und vorne Alexander Kokorin. Der Russe, der in der Euroleague so wichtig ist, stand heute wieder drin. Edgar Pripp, der zuletzt gegen Wolfsburg nicht so gut ausgesehen hatte. Beide Tore über seine Seite. Ja, der stand nicht in der Startelf. Lauro Leopardi aus Italien war der Schiedsrichter dieser Partie, pfiff das Ganze dann an und wir springen rein in diesen Euroleague-Abend. Das Wettenwetter ein bisschen schmuddelig, trotzdem natürlich gute Stimmung im Stadion und auf dem Platz. Mal sehen, wie sich das unter glitschigen Bedingungen so spielen lassen sollte. Erste Aktion der Partie, wir springen da einfach mal rein und die gab es auf Seiten von Hannover 96, die definitiv in die Partie besser reinkam. Das ist Jesse Mori, der Jugendnachwuchsspieler, soll im Winter verliehen werden. Hier zeigt er, warum das Ganze so ist. Der hat nämlich ganz viel Talent, aber im Endeffekt kann Kokorin diesen Ball nicht kontrollieren. War die erste Chance, dann dauert es ein paar Minuten. 20. Kokorin mit einem Fallrückzieherversuch, kommt nicht an den Ball ran. Es sollte noch nicht so wirklich sein bei Hannover. Es war vielen schwer, in die Partie zu kommen auf schwierigem Untergrund. Bei Groningen lief das in der Offensive deutlich besser. Schöner Pass nach außen auf Payne, der versucht's mal. Der erste Abschluss, aber Nardi ist da ohne größere Probleme. Da wirft den Ball auf Las Bangura und der leitet den Konter ein über Jesse Mori, der Franzose, mit einer ganz starken Vorstellung zuletzt. Hier allerdings mit dem Ballverlust und wieder der Gegenangriff. Ja, über Gronings schnellen Mann Antonia, der ist viel zu schnell für Albornoz. Die Flanke in die Mitte, aber dann noch relativ souverän geklärt. Trotzdem musste man aufpassen auf die Konter der Niederländer, die waren gar nicht mal so ungefährlich. Nächste Chance, auch wieder für Groningen. Na, die lenkt den Ball sicherheitshalber über die Latte. Das war der Kopfball von Deleu. Die Ecke gibt es aber auf der anderen Seite und zwar für Hannover 96. Die Latte rettet Patt, ja, mit dem Rücken ins Aus. Las Bangura, Anfang der zweiten Halbzeit. Hannover war auf dem Vormarsch. Nächste Ecke, die mal von Kokorin, wieder Kopfball und diesmal über die Latte gelenkt vom starken Patt, der eine richtig gute Partie spielte im Kasten von Groningen. Dann Hannover mit dem Kabinettstückchen hier schön. Albert Rusnak über die Gerätsche gesprungen. Der kam jetzt ein bisschen auffälliger rein, war bis zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich auffällig, wurde dann aber stärker. Auch hier in dieser Situation wunderbar durchgesetzt da. Und der lange Ball nach außen auf Jesse Mori, der direkt weiter auf Ivar Fossum, der Norweger im 16er. Schwacher linker Fuß, egal, 1:0, 96, 68. Minute. Und die Roten führten in den Niederlanden. Und das war zu diesem Zeitpunkt verdient in der zweiten als Hannover das deutlich bessere Team. Mittellicht heute besseren Chancen und dann macht es Mori klasse mit dem Chip auf Fossum. Wunderbare Ballmitnahme und der junge, der ehemalige Spieler aus dem gleichen Team wie Martin Ødegaard, dem Riesentalent von Real Madrid, von dem man irgendwie auch nichts mehr hört, macht hier das 1:0. Hannover weiterhin mit Druck nach vorne. Albert Rusnak versucht alleine, geht auf den Torwart. Schöner Konterangriff hier über die 96er linke Seite. Allerdings blieb es beim 0:0 die anschließende Ecke. Rusnak in die Mitte. Milosevic kommt nicht ganz ran. Patt ist da relativ sicher am Ball. Ja, von Groningen kam nicht mehr viel. Hannover gerade über Konter sehr gefährlich. Wieder Rusnak setzt sich schön durch. Allerdings wird er dann hier ja abgedrängt. Es gibt nochmal einen Eckball und bei Ecken, das haben wir bereits gesehen, ist 96 gefährlich. Wieder Albert Rusnak. Kokorin mittlerweile ausgewechselt. Die kommen rein. Da ist Edgar Pripp. Niemand kommt so wirklich ran und Uffe Bech versucht's, aber der hat einen schwachen rechten Fuß und deswegen haut er den über den Kasten hinweg. Im Endeffekt macht es nichts mehr. Hannover 96 mit dem 1:0 Auswärtssieg. Relativ unspektakulär, aber trotzdem mal wieder mit einer guten Vorstellung. Ivar Fossum war der glückliche Torschütze des Abends und er schießt Hannover 96 wieder ran an Lazio Rom. Sie verlieren zumindest nicht an Boden. Momentan sind sie jetzt 6 Punkte auf Groningen und nur 3 Punkte auf Lazio Rom. Da sind noch Chancen auf den Gruppensieg. Die will 96 waren. Für Groningen ist so gut wie vorbei. Hannover 1:0 in den Niederlanden. Jawohl, das war
semi-souverän, sage ich mal. Die hatten zwar ihre Chancen, aber ich denke mal trotzdem, dass wir das ganz gut gemeistert haben eigentlich. Also da gab es nicht wirklich irgendeine Szene, wo ich gesagt hätte, oh, 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 das war ganz schön brenzlig. Aber ich denke trotzdem, das war, ja, ne, guter Auftritt. So, wir sind in der Euroleague natürlich noch hinter Lazio. Gegen die spielen wir auch nicht mehr. Aber wir spielen am letzten Spieltag gegen die irischen Vertreter. Und gegen die haben wir im Hinspiel schon gut ausgesehen. Auswärts zu Hause sollte es nochmal ein bisschen einfacher werden. Mal schauen, wie es da laufen wird, wieder mit 4-0. Das ist die große Frage. Vielleicht kann Groningen nochmal Lazio ärgern und damit kommen wir auf Platz 1. Wir werden sehen, was passiert. Zunächst einmal gucken wir uns nochmal die Tabelle an der Bundesliga. 26 Punkte, punktgleich mit den Bayern. Tordifferenz ein bisschen schlechter, aber ansonsten sieht es sehr gut aus. Und genau so soll es nächste Episode dann weitergehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bei diesem besagten nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Haut rein.